Ach ja, endlich wieder mit Batman über die Dächer Gothams fliegen. Und das funktioniert sogar noch richtig gut. Allerdings hat das Spiel ein paar kleine und große Macken, die wir uns jetzt mal anschauen. Batman auf Konsole ist schön. Batman auf PC? Ja, die Steam-Foren quillen über, dass das Spiel nicht läuft und schon gar nicht so aussieht, wie es soll. 60 FPS? Fehlanzeige. Per Hand über die INI-Datei einstellen? Ja, aber dann stürzt das Spiel ab. Ausreichende Grafikeinstellung in den Optionen? Auch Fehlanzeige. Warner, das kommt davon, wenn man eine PC-Portierung an ein externes Studio abtritt. Hat bei Origins auch nicht funktioniert. Nächstes Mal bitte selber machen. Ja, die Steuerung. Batmans Spielzeuge wollen alle eine eigene Tastenbelegung. Und auch die verschiedenen Moves müssen irgendwie ausgeführt werden. Wer auf PC nicht mit Gamepad, sondern wie gewohnt auf Maus und Tastatur setzt, der wird sich schnell die Finger verknoten. Ihr wollt Beispiele? Okay. Auf der 1 der Batarang, 2 Batclaw, 3 Explosivgel, Alt 1 Knockout, Linksklick angreifen, Rechtsklick kontern, mittlere Maustaste Cape Swing, X Detektivansicht, E Batmobil rufen. Ach ja, Batmobil. Das hat ja dann auch noch eine eigene Steuerung. Okay, zugegeben. Joker hat als Gegenspieler zu Batman in den Vorgängern große Fußspuren hinterlassen. Fußspuren, in die nicht mal Bane mit seinen Riesenfüßen reinpassen könnte. Doch leider bleiben Scarecrow und der Arkham Knight sehr im Hintergrund und tauchen viel zu selten während der Hauptstory auf. Sie 2-3 Mal mehr in Szene zu setzen, hätte das Ganze vielleicht noch spannender gemacht. Und die Geschichte rund um Oracle wurde leider auch nicht genug aufgebaut, um eine emotionale Bindung zu ihr aufzubauen. Schade. Aber immerhin sind die Nebenmissionen mit Riddler und Co. cool gelungen. Das waren drei kleine Macken, die mir bei Batman Arkham Knight aufgefallen sind. Wenn ihr das Spiel auch gespielt habt, könnt ihr mir mal gerne eure Kritikpunkte in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Before this night is through, that fire will consume you.